für alle die, die in Thailand Roller fahren und an Touristenhochbogen sowie auf Phuket ihre Roller abstellen, da müsst ihr eins bedenken und aufpassen. Ihr dürft nicht überall parken. Wenn ihr den Roller parkt und es ist nicht erlaubt, dann passiert genau das. Ich zeige es euch mal. Hier. Dann kommt die Polizei und macht eine dicke, fette Kette drum. Und dann müsst ihr ein Taxi bestellen. Ihr zahlt ca. 1000 Baht für die Polizeistation. Das sind nur 5 Minuten. Und ja, dann kommt ein Polizist hierher, macht das auf, dann müsst ihr nochmal 1000 Baht bezahlen. Leute, ihr müsst wirklich aufpassen, wo ihr parkt. Gell? Da oben ist ein Parkschild. Ihr dürft hier nicht überall parken, ihr müsst wirklich aufpassen. Deswegen geben wir euch einen Tipp, parkt lieber ein bisschen auswärts und lauft ein kleines Stück, weil sonst wird es echt eine teure Geschichte. Und vor allem, ihr müsst ein Taxi bestellen, was Geld kostet, ihr müsst da hinfahren. Das sind, glaube ich, nur 10 Minuten. Dann müsst ihr bei der Polizeistation vielleicht ein bisschen warten, dann kommt ihr her, macht es auf und letztendlich zahlt ihr für die Geschichte 2000 Baht und müsst vor lange warten. Von daher unser Tipp, parkt lieber ein bisschen weiter, weil sonst müsst ihr wirklich hier bezahlen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen hoch. Und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert uns.